Wie stellt ihr euch eigentlich vor, ist die Position nach dem Treffmoment? Ganz wurscht, ob das jetzt der Driver ist, dass man sich über solche Sachen überhaupt gar nicht Gedanken macht. Diese Sequenz hier ist unmittelbar nach dem Treffmoment. Wie möchte ich eigentlich nach dem Treffmoment dastehen? Dass man einfach mal diesen Schwung rückwärts denkt. Ich möchte beide Arme hier vorne gestreckt haben. Und die Schlagfläche geht hier fast noch zum Ziel. Jetzt werden viele sagen, ja, der Schläger geht ja hoch. Ja, der muss ja auch hoch. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen.